So. Die Mimi wäre auch versorgt. Kann uns die vielleicht noch was erzählen? Ah, ihr seid es wieder. Nein, nichts Neues. Okay. Wo ist die Mimi eigentlich? Da oben ist die Mimi. Läuft die jetzt? Was? Mimi. Mimi, lass dich doch mal streicheln. Dann halt nicht. Wo läufst du denn hin, Mimi? Guck mal, der ist besoffen. Also, ich will Bier. Da ist nix, Mimi. Hab ich schon mal geguckt. Da waren nur ein paar Fässer und da ist irgendeine Kiste oder so. Hier ist, Mimi, hier ist doch nix. Hier, oh. Elkos Brosche haben wir erhalten. Ja, gut, Mimi. Stadtebaler-Bericht, alles klar. Da wären wir doch mal im Mordfall Elko schon mal ganz gut weitergekommen. So. Dann schauen wir doch mal, was es mit dem Mordfall Drache so auf sich hat. Der sollte ja in Ugdanhafen, soll er ums Leben gekommen sein. Schauen wir mal gerade auf die Karte. Hier haben wir auch noch nicht alles erkundet. Aber hier kommen wir, doch, hier kommen wir weiter übrigens. Ja, und dann gehen wir da lang. Alles klar. Dann gehen wir jetzt erstmal nach Ugdanhafen. Hier werden wir schon auch früh genug alles erkunden können. Und ein Faust. Mihalbi, was willst du hier? Ich sagte dir, es ist aus zwischen uns. Ich liebe... Lass dich doch nicht so von diesem Ferio blenden. Du bist nur eifersüchtig. Ferio liebt mich. Das hat er mir tausendmal ins Ohr geflüstert. Hey, eine Bärenfalle. Die ist viel wert. Du bist für ihn nicht dabei bei der Eroberung, die er in seinem Gemach hatte. Ja. Liebe dich auf ewig. Ich höre mir das jetzt nicht mehr an. Ich muss zur Arbeit, ja. So, auf nach Ugdanhafen. Das ist dann ein weiteres Viertel Ferlox. Und da schauen wir dann mal, ob wir im Mordfall Drache weiterkommen. Früher hieß die Gegend um Moorbrück-Farnhain, doch während der Magierkriege wurden weite Teile der fruchtbaren Landschaft in einen Sumpf verwandelt. Im Jahre 1020 nach Bosbarans Fall breitete sich der tückische Pfuhl gelenkt durch schwarze Magie weiter aus. Auf meinem Weg nach Avesroy habe ich gehört, dass es hier eine berüchtigte Hafenschenke geben soll. Ja, können wir ja ruhig gleich mal vorbeischauen, wenn du Zeit für ein Bierchen hast. So, Tatort Drache. Da wollen wir jetzt mal als nächstes hin. Da geht's wieder zum Praiosplatz übrigens. Und hier die Taverne. Flinkes Frettchen. Lasst uns eintreten und ein paar Humpen nehmen. Ja, machen wir gleich. Ich bin vorbeigerannt, ne? Ja, ich bin vorbeigerannt. Hier gibt es übrigens auch einen super Krämer, wo wir unsere ganzen Sachen loswerden können. Da schauen wir auch gleich nochmal vorbei. Naja, Salam alaikum, du mich auch. Räudiger Föstenhund! Er muss sich gewehrt haben. Seht, alles ist zerschlagen. Los weg hier. Erstmal das Fass. Holzfass? Holzfass? Ach, guck mal, was ist das denn für eines? Ein Talisman haben wir erhalten. Ja, das ging flott. Zeit für ein Bierchen. Nein, erstmal schauen wir beim Krämer vorbei. Zerschlagen hier noch das ganze alte Fässchen. Hier übrigens Ugdanhafen, wie man unschwer erkennen kann. Und da hinten müsste ein Krämer sein. Dieses Schiff übrigens ist einigen bekannt, die den zweiten Teil kennen. Das ist die Talaria. Wie gesagt, den zweiten Teil werden wir auch noch let's playen. Schreibt in die Kommentare, wer das machen soll. Und da werdet ihr dann dieses
schönes Schiff. Das müsste da auch irgendwo, müsste da auch stehen. Talaria, ja, da sieht man es, Talaria. Ein sehr berühmtes Schiff des zweiten Teils. Gemischtwaren bester Qualität. Ja, ja, ja. Beste Qualität, ich weiß. Belmont-Blätter zum Beispiel. Oder auch Fellfetzen, Lederbeinschienen, Wolfspfoten, Wurfmesser, Nägel, Brötchen, Mausefalle, Einbeeren, Ulmenholz, Würselkraut, Schlingfallen, Nüsse, Kohle, Gulmondblatt, Bärenfalle, Bolzen, Pfeile. Ich nehme die Sache in die Hand. Fellfetzen, Wolfsfell, Sehnen, Lederbänder. Ja, doch, das war's dann auch erstmal. Die Haarnadeln kannst du übrigens auch ihm geben. Das helle Pferdocker übrigens auch. Und, naja. Amazone voraus. Die Räuberembleme kannst du ihm auch noch geben. So, so. Hier können wir auch mal wieder aufteilen. Kriegt sie auch nochmal ein. Ja, den Verband kann sie ruhig haben. Waffenbalsam können wir ruhig übereinander stapeln. Ja, und ich denke, dann passt das schon. So, du wolltest ja einen trinken gehen, ne? Ich nehme die Sache in die Hand. Ich helfe. So, das war nix. Schade drum. Aber ist nicht so schlimm. Warte, geht's hier überhaupt zur Taverne? Ja, irgendwie geht's hier auch zur Taverne. Außerdem wollen wir auch die Karte ein wenig aufdecken. Da übrigens die Hurengasse. Also das, ja, so kann man es besser lesen. Die Hurengasse. Und da ist die sanfte Sanna. Kann man eigentlich hier sanfte Sanna? Ja. Wie lange die Arbeiten am Isinde-Tempel wohl noch brauchen? Fragt sie. Das weiß ich nicht genau. Das werden wir sehen, wenn sie fertig sind. Start schon mal die Stoppuhr. Ich gehe erstmal ins Saufen. Da haben wir es. Auf der Welt Dere liegt der Kontinent Aventurien. Ganz genau. So, kann mir jemand was zu den Morden erzählen? Ach, wie süß. No, wie süß. Guck mal, es ist ein Bierfass verschwunden. Niedlich. Ich muss arbeiten und habe keine Zeit zu reden. Nicht so unfreundlich. Ja, was gibt's? Ich suche jemanden, der vielleicht etwas über den Mord an Sandor Kunga gehört hat. Der Drache, wie sie ihn alle nannten, wurde hier im Hinterhof der Taverne ermordet aufgefunden. Oh nein, tut mir wirklich schrecklich leid. Ich kann euch da leider nicht weiterhelfen. Gestattet, Garnel mein Name. Cordo Garnel. Ich bin nur ein Händler auf Durchreise, der seine durstige Kehle etwas befeuchten will. Doch sagt, ihr seht mir aus wie jemand, der einen hochqualitativen Satz Handbürsten gebrauchen könnte. Der Griff, gefertigt aus edelstem Pinienholz, die Borsten aus... bedauere, euch enttäuschen zu müssen. Ich habe wohl eine wichtige Verabredung, gehabt euch wohl. Wartet, weil ihr so ein netter Kunde seid, gebe ich euch noch diese Gratiskiste Seifenpaste obendrauf. Ein Angebot, das ihr unmöglich ablehnen könnt. Das ist wahrlich verlockend, aber ich muss wirklich weiter. Auf bald. Ah, das war ja erfolgreich. Da. Was soll's sein? Was gibt es denn Gutes bei euch? Helles Pferdocker? Ja, komm, dann nehme ich mal eins. Ja, komm, Rolana, ja, trinken erstmal eins. Ja, kannst du haben. Ich trinke auf gute Freunde.
verlorene Liebe, auf alte Götter und auf neue Ziele. So, das war's auch schon. Tag, was soll sein? Im Moment nichts, danke. Mein Name ist René. Ich kläre den Mord am Drachen auf. Er wurde unweit dieser Taverne gefunden. Könnt ihr mir sagen, wie sich das Ganze abgespielt hat? Ach, ihr kommt hier eben mal in meine Schenke spaziert und klärt so ganz nebenbei den Mord an unserem Sandor auf. Tut mir leid, dazu habe ich nichts von Belang zu erzählen. Ich bitte euch, alles kann von Belang sein. Ich will doch nur ein paar Fragen beantwortet haben. Ich werde euch auch nicht lange belästigen. War Sandor Kungo oft hier zu Gast? Na schön, er war des Öfteren hier. Ist ja schließlich auch ein beliebter Treffpunkt für alte Iman-Spieler. Zufrieden? Gab es jemals Streit zwischen dem Drachen und den übrigen Gästen? Kann sein, kann aber auch nicht sein. Ich hab genug damit zu tun, meine Gäste zu bewirten. Da bleibt keine Zeit, sie auch noch zu bespitzeln. Entschuldigung, aber ich kann euch nicht weiterhelfen. Vielleicht kann ja, vielleicht kann euch ja einer der Gäste was erzählen. Darf es jetzt vielleicht was sein? Nichts weiter. Hab Dank. Was ist mit dir? Hallo. Was kann ich für euch tun? Entschuldigt, ich suche jemanden, der vielleicht etwas über den Mord am Drachen gehört hat. Im Hinterhof der Taverne wurde er aufgefunden, ermordet. Tut mir leid, ich bin nur sehr selten im flinken Frettchen und kenne die besagte Person nicht einmal. Trotzdem, viel Glück bei eurer Sache. Mensch, hier weiß ja auch echt niemand was. Wer stört? Ich suche jemanden, der vielleicht etwas über den Mord an Sandor Kunga gehört hat. Der Drache, wie sie ihn alle nannten, wurde hier im Hinterhof der Taverne ermordet aufgefunden. Ich habe euch nichts zu sagen, jetzt verschwindet. Mann. Merkt ihr nicht, dass ihr stört? Verzeiht, ich suche jemanden, der vielleicht etwas über den Mord an Sandor Kunga gehört hätte. Hat. Der Drachen, wie sie ihn alle nannten, wurde hier im Hinterhof der Taverne ermordet aufgefunden. Zum Mord am Drachen kann ich euch nicht weiterhelfen. Ich habe weder was gesehen noch was gehört. Mensch, ey, Mando. Doof. Alle doof. Halt! Ja, wieder raus. Wartet! Ja, bitte? Ich habe gehört, wie ihr nach Sandor gefragt habt. Untersucht ihr den Mord an ihm? Ja, ich untersuche alle Morde, die auf diese schreckliche Art verübt wurden. Ihr wart mit Sandor Kunga befreundet? Ja. Mein Name ist Aline, war seine Freundin. Darf ich euch noch ein paar Fragen stellen? Fragt bitte. Warum seid ihr mir nachgelaufen und habt nicht gleich mit mir gesprochen? Obergattis Taschmann hat mir eigentlich untersagt, über den Mord zu sprechen. Er hatte mich zu der Sache befragt und erzählt, er kümmere sich höchstpersönlich um alles. Nur ist er seitdem hier nicht mehr aufgetaucht. Als ich dann gehört habe, wie auch ihr euch nach dem Drachen erkundigt habt, musste ich euch einfach sprechen. Wenn Taschmann nicht fähig ist, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, dann kann ich auch ebenso gut euch helfen. Darf ich euch noch ein paar Fragen stellen? Fragt bitte. Hatte Sandor Feinde oder irgendwelche Probleme, die er euch anvertraut hat? Aber nein, er war sehr beliebt. Auch wenn er sich mit den teils dubiosen Gestalten, die das flinke Frettchen so besuchen, abgegeben hat, so hatten doch alle stets gehörigen Respekt vor ihm. Darf ich euch noch ein paar Fragen stellen? Fragt bitte. Euer Freund hatte einen recht auffälligen Spitznamen. Stimmt es, dass er ihn wegen seiner außergewöhnlichen Körperkraft trug? Darüber hat Sandor nie wirklich gesprochen. Einige meinten, er trug den Namen Drache, weil er oft wie ein gefährliches Untier über das Immernfeld fegte. Doch ich glaube eher, dass es etwas mit dem Talisman zu tun hat, den er immer um seinen Hals trug. Darf ich euch noch ein paar Fragen stellen? Der Talisman, von dem ihr gesprochen habt, ist es dieser hier? Ja, das ist er. Habt ihr ihn den Ort der Tat gefunden? Dieser Talisman war sehr wertvoll für Sandor. Für gewöhnlich trug er ihn auch nicht offen umher, sondern immer direkt unter seiner Kleidung, auf seiner Brust. Er scherzte oft und sagte, der Talisman gebe ihm Kraft, so ein guter Immenspieler zu sein. Als ich ihn tot auffand, hatte er den Talisman allerdings nicht mehr um. Er berichtete Obergattis Taschmann davon, doch er schien nicht sonderlich interessiert. Ihr könnt ihn behalten, vielleicht führt er euch zu seinem Mörder. Darf ich euch noch ein paar Fragen stellen? Fragt bitte.